Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Weiter geht's mit Hop Hop Galopp. Ein Match-Level. Bin ich mal gespannt, was wir diesmal hier spielen. Ich hoffe mal etwas, was relativ angenehm ist. Und nicht sowas wie der Robo-Yoshi. Denn der war nicht angenehm. Den mochte ich nicht so. Okay. Yoshi, ist eine Weile her. Okay, wir haben 30 Sekunden Zeit. Warte, lass mich erstmal... Ja, Erklärung brauche ich. Springen durch möglichst viele Ringe. Okay. Schnapp die Stoppuhren, bevor die Zeit um ist. Okay, also wird es länger als 30 Sekunden. Ich brauche 1500. Ich muss alles schaffen, so gesehen. Alle Ringe. Okay. Let's go. Wir versuchen es mal. Ein Ring. Den nehme ich mal mit. Durch da. Zack. Hier hoch. Okay. Den ignorieren. Hier hoch. Okay. Okay, was? Was war das jetzt gerade? Okay, interessant. Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe, aber hier kann ich anscheinend... Ach so, das ist ein Seil. Okay, ich habe es gerade noch so bekommen. Gott, oh nein. Oh, da habe ich bestimmt jetzt einfach... Oh, nein, 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 geht noch, geht noch, geht noch. Warte, wie mache ich das? Verdammt, ich verliere Zeit. Ach so, das Ding... Ach, das ist so ein... Wie so ein Trampolin. Oh Gott, ich glaube, ich habe verkackt. Da eine Uhr, eine Uhr, eine Uhr, nehmen Sie schnell. Gott. Okay, das resettet dann immer wieder auf 30. Das finde ich gut, das finde ich gut, super. Ich muss auf jeden Fall das Level nochmal neu machen. Das ist immer so bei diesen Leveln. Oh Gott, nein. Das muss ich... Abschießen. Okay, das ist das zweite tatsächlich gewesen, nur. Ah, zack, okay. Wow. Ich bin gerade schon etwas gestresst, muss ich zugeben. Die Zeit, die macht mir Angst, ey. Kommt gefälligst her hier. So, rote Münzen werde ich wahrscheinlich auch nicht alle haben. Aber den habe ich jetzt gar keinen mehr gesehen. Ach, hier ist ein Trampolin. Zack. Aber soll man wahrscheinlich durch alle... Ja, verdammt. Verdammt, ich habe eins übersehen. Und hier sind überall rote Münzen. Ich habe nicht alle rote Münzen. Ah, Gott. Ja, aber man sollte sich immer bei jedem Run um nur eine Sache konzentrieren, denke ich. Ja, das sind alles rote Münzen bestimmt. Nächstes Ziel. Ja. Und hier sind überall Ringe, merke ich gerade. Hier sind überall Ringe. Das sind so viele Ringe. Hier sind so viele Punkte wert. Habe ich das Ziel? Ich muss schnell durch. Oh, ich habe nur Silber. Oh, verdammt. Wir fehlen immer noch was. Yeah. Ja, mir fehlt leider noch so viel. Ich habe sonst... Warte, was habe ich denn nicht? Mir fehlen die Herzen und mir fehlen die roten Münzen. Ja, mir fehlt ein Herz. Okay, ja, dann muss ich das ganze Level nochmal ganz normal neu spielen. Ja, dann wird es wahrscheinlich die Folge jetzt auffüllen, weil... Ich habe so viel verpasst, das kann ich jetzt nicht einfach cutten und weitermachen, denke ich. So, wir können auch schon in die, ich glaube, letzte Welt. Kann das sein? Nee, eine Welt kommt noch, bevor wir den nächsten Kristall bekommen. Schade. Oh, es gibt eine Rückseite. Oh Gott. Oh, man. Das wird nicht so toll. So, okay. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie das mit meinem Mikro jetzt ist. Ich hoffe, das ist relativ okay mit dem Sound, weil ich habe schon länger jetzt keinen... Switch Games aufgenommen. Für mich ist es allgemein schwer, Switch Games aufzunehmen, aber es kommt, das wisst ihr schon. So. Wie viele gibt es eigentlich insgesamt? Das sagt mir auch niemand. So, alles einsammeln. Alles könnte eine rote Münze sein. Oh Gott. So, etwas Zeit fliegen lassen ist okay, solange es nicht zu viel ist. Schätze ich mal. Okay, da oben war jetzt nur die Blume. Verdammt, ich verbrauche gerade mega viel Zeit. Weil ich das gerade hier nicht gecheckt habe, das ist nicht so toll. So. Hier auf 30 aufgefüllt. Aber man müsste eigentlich die Uhren timen. Dass du während das noch alles sammelst und dann erst die Uhr nimmst. Die macht ja immer, die setzt ja alles immer auf 30. Okay, so. Herz, Herz, Herz. Da haben wir alle. Hopp, 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 hopp. Zack. Hier sind noch ein paar. So, ich muss gleich, ganz schnell. Die Uhr, die ist da. Dann time ich die, indem ich sie... Ja, nehme ich sie einfach jetzt. Oh Gott, war das knapp. Okay, zack.
Es sind so viele Dinge im Hintergrund, die werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Im nächsten Run, wenn wir dann alles im Hintergrund sammeln müssen. Alle Secrets habe ich ja. Also alle Blumen meine ich damit. Die habe ich ja alle. Okay, warte, soll ich die jetzt schon nehmen? Oh, die hätte ich jetzt schon nehmen sollen. Verdammt, ja, ich habe verkackt. Oder? Ah, noch nicht, noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall nicht alle Münzen eingesammelt, glaube ich. Ich glaube, ich habe irgendwie so, irgendwo so eine Linie von Münzen übersehen. Wenn das dann die waren, die ich brauchte, dann ist es kacke. Dann ist es wirklich kacke. So, zack. Zack. Herzen, Herzen, Herzen. Haben alle Herzen. Wir dürfen uns jetzt nicht treffen lassen. Was? Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, ich brauche nicht jedes einzelne, weil sonst habe ich schon wieder verkackt. Und das ich sollte, super. Aber sowas ist echt kacke, wenn man wirklich jedes einzelne braucht. Ich meine, das hatten die in anderen Level auch besser gemacht. In diesem Spiel. Das ist ja eigentlich einfach hier. Nein! Jetzt wegen dem einen? Und mir fehlen Münzen. Wo waren denn bitte Münzen, die ich nicht hatte? Und vor allem so viele. Und ich habe jetzt nur verkackt wegen diesen einen Ring. Man soll wirklich jeden einzelnen. Aber dieser eine da, der ist diese. Man musste alle drei auf einmal machen. Das ist sau schwer in meinen Augen. Also, ich habe da Probleme mit. So, mir fehlen zwei Blumen. Irgendwo fehlen rote Münzen und ich brauche jeden einzelnen Ring. Und das ist schwer. Das ist tatsächlich sehr schwer. Zumindest ist das Level nicht lang. Das kriegst du in 2-3 Minuten durch. Aber es ist trotzdem kein Excuse. So, und ich spiele hier gerade mit dem Popcorn-Automaten. Ja, mir fehlte ein Ring. Man muss alle Ringe tatsächlich. Jeden einzelnen Ring. Du darfst keinen einzelnen auslassen. Und das machen wir jetzt. Währenddessen suche ich nach allen möglichen Münzen, die man irgendwo finden kann. Hier oben vielleicht irgendwo. Ach, hier. Oh nein! Hier oben waren so viele. Aber wir finden immer noch 5. Okay, das habe ich noch bekommen. Gut, gut. Ja, ja. Hier unten sind noch welche. Ja, ich bin gerade gut in der Zeit. Deshalb kann ich die Uhr erst gleich nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen sie jetzt. Jetzt? Ja, ja, ja. Okay, ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Ach, die Hunde, ey. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich kann jetzt nicht einfach die Aufnahme abbrechen und den Hunden hier abschimpfen, ey. So geht das nicht. Ich bin in der Aufnahme, ich bin YouTuber. Kannst du einfach irgendwas machen, was du willst, Walla? Das kann ich ja nicht machen. Vor allem, sie checken das eh nicht. Ist es gespeichert geblieben? Nein, ist es nicht. Oh. Okay. Das wusste ich tatsächlich jetzt gar nicht. Hm. Nicht so nice. Warte. Einen Moment nicht. Nee, da kannst du nicht durch. Okay. Egal, egal, egal. Die Hunde bellen, ich weiß. Kann ich jetzt erstmals nichts gegen tun. Aber die werden sich schon wieder beruhigen. Hoffentlich. Auf den hoch. Hier rein. Hier alles sammeln, ja. Mir fehlen immer noch 5 rote Münzen. Gott, mein Kostüm geht gleich kaputt. Meine Güte, ist das schwer. Nein! Oh nein! Ich hab alles verkackt. Das habe ich mit der Zeit nicht mehr. Nein, habe ich verkackt. Oh, ich bin gerade so angespannt, aber so richtig. Uhr, Uhr. Ich brauche schnell eine Uhr. Und jetzt muss ich schnell zurückrennen und dann wieder zurück. Das ist eigentlich gar nicht mehr schaffbar, glaube ich. Okay, hier ist nur noch eine gewesen. Oh, da muss ich wahrscheinlich hoch für Münzen. Wie viel Zeit habe ich noch? Die Hälfte. Egal, selbst wenn da noch Münzen waren, die hole ich gleich einfach. Ich will es jetzt noch schaffen mit jedem einzelnen Ring. Ich brauche schnell eine Uhr! Wo zum Was? Okay, tut mir leid, Leute, ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal alle Ringe und dann die roten Münzen, weil das geht nicht.
Das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht alles auf einmal. Ich will jemanden sehen, der dieses Level im First Try alles sammelt. Das will ich sehen, weil das geht nicht. Auch wenn du das Level irgendwo auf einem Video gesehen hast, du kannst hier nicht im ersten Try alles sammeln, finde ich. Oder? Oder was meint ihr? Also, es ist... Oh, jetzt... Hunde. Deshalb mag ich Katzen lieber. Nee, ich mag eigentlich beides, Hunde und Katzen. Tatsächlich. Ja, beide. Jetzt brauche ich schnell die Uhr. Also, sonst weint er mich wieder voll. Wie die Hunde es gerade tun. Null. Okay, zack. Ich weiß, wie man da hochkommt. Man kommt so da hoch. Und dann gibt es hier wahrscheinlich Münzen. Nee, keine rote. Seht ihr, wie knapp das bemessen ist? Wenn du zur nächsten Uhr ankommst, dann sind da schon 10 Sekunden nur noch. Und in den 10 Sekunden, da kannst du nur noch irgendwie nach Dingen suchen. Nein, wehe. Aber ich kann hier noch runterspringen. Okay, gut. Die leuchten, habe ich nicht, oder? Oder die nicht leuchten, habe ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ach, hier waren die roten Münzen, die ich nicht hatte. Und ich habe schon wieder verkackt. Ich habe schon wieder verkackt. Okay, ich weiß, wo die roten Münzen alle sind. Die ich nicht hatte. Die habe ich. Den hier. Yes. Okay, schnell. Einfach durch. Ist egal. Einfach durch. Schnell. Einfach schnell. Oh Gott, die Zeit. Aber ist das Ziel. Ich habe alles. So. Die Folge ist jetzt schon so lang. Man. Ich hoffe, man hört den Sound nicht doppelt oder verzögert, aber eigentlich müsste ich alles richtig eingestellt haben. So, wir haben alle außer einer Blume. Mir fehlen die 1,5 Münzen, die am Anfang sind. Ich werde jetzt nochmal das Level durchrushen, ohne zu cutten, weil ich bin jetzt zu faul, um zu schneiden. Und ihr müsst jetzt mit mir leiden. Punkt. Habe ich jetzt so entschieden, ja. So. Können wir mal sehen, wie schnell man das Level in etwas speedrunnen kann. So, 12,5 Minuten, sage ich. Machen wir ungefähr den Cut und dann let's go. Ja, oder 12,40 ungefähr. Okay, go. Man braucht noch nicht mal alle Kreise. Ich glaube, oder? Man braucht eigentlich gar nichts. Du kannst die eigentlich komplett ignorieren. Die sind nur für, ne? Die 100%. Ansonsten kannst du die eigentlich, wenn du Casual spielst, kannst du die alle ignorieren und nur die Zeit mitnehmen, weil es geht nur um die Zeit. Warte, habe ich schon irgendwelche Münzen verpasst? Oh, sag mir nicht, ich habe irgendwo die Münzen schon verpasst. Ich glaube, ich habe gerade die Münzen, ja. Ich habe die Münzen gerade verpasst, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe gerade die Münzen. Ich bin gerade überlegen, wo waren denn die Münzen? Ich bin schon so weit, ne? Ja. Ja, ich bin schon zu weit. Nein, erneut versuchen. Das tut mir leid. Uff. Einfach nur uff. Okay. Let's go. Ich brauche euch alle nicht. So, jetzt achten. Irgendwo oben war das, ne? Man konnte irgendwo nach oben. Hier? War das hier? Ich kann nicht nach oben springen. Ich muss. Hier war's. Ja. Mir fehlt immer noch eine Münze. Was? The frick? Mir fehlt eine Münze. Hallo? Wo fehlt mir eine Münze? Wo fehlt mir eine Red Coin? Hier vielleicht irgendwo. Ich bin gerade echt verwirrt. Wo fehlt mir bitte eine Münze? Wo habe ich bitte eine rote Münze verpasst? Wo habe ich eine rote... Oh, ich hasse sowas. Und ich werde die jetzt nicht suchen wollen. Das sieht doch so aus, als hätte da irgendwas in der Hand. Ach, keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich ein Geschenk im Hintergrund, oder? Ich traue denen das zu. Dass ich gucke jetzt mal im Hintergrund. Ich glaube, das ist das einzige Level, was wir heute machen, weil ich jetzt nicht schneiden werde. Weil ich aber keine Lust darauf habe, jetzt zu schneiden, ja.
Und mir geht die Zeit wieder aus und ich habe da wieder einen verpasst. Den kriege ich nie. Okay, komm, komm. Geschenk noch hier und am Ende. Bitte. Ich habe noch nicht mal alle Ringe gerade bekommen. Hier ist einfach kein Geschenk. Da muss ich wohl kappen. Ist das nicht super? Ich suche eine einzelne rote Münze. Wahrscheinlich ist das ein Geschenk. Ich achte mal auf ein Geschenk im Hintergrund. Weil ich kann mir jetzt nichts anderes vorstellen, um ehrlich zu sein. Oh, ist das nervig, anstrengend und oh. Dieses Spiel ist einfach allgemein ein sehr stressiges und nerviges Spiel, tatsächlich. Man denkt immer, oh, Yoshi, cute, wird bestimmt spaßig. Aber nein, das ist nicht so ein typisches Super Mario Jump'n'Run, wo du Spaß hast. Es ist ein Spiel, wo du nach allem suchen musst. Also wenn du keine 100% machst, ne, dann ist es natürlich so, ja, hä, okay. I guess, das war cool, weißt du. Aber wenn du dann doch versuchst, alles zu sammeln, dann wird's stressig. Und ich finde, die hätten das etwas weniger stressig machen können. Egal, ich laber euch nur voll. Ich suche kurz nach dem Kackding. Um fair zu bleiben, dieses Geschenk hier ist gar nicht so schwer versteckt. Ich zeige euch mal kurz, wo das ist. Das ist... ja, wo kann ich es zeigen? Ich schieße es mal ab. Da wird eine rote Münze drin sein. Yep, da habe ich alle. Und dann werde ich mit euch kurz das Level beenden. Das ist eigentlich hier bei dieser zweiten... Ist das die zweite Blume? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall seht ihr ungefähr, wo es war. Es war ungefähr bei der Hälfte des Levels, würde ich sagen. Ja. Gut, war nicht schwer versteckt. Ich dachte, ich müsste wieder 10 Jahre suchen. Ja, super, jetzt habe ich die Dreierkombo nicht... Aber ist egal, ich brauche auch nicht alles. Ich habe eh schon längst Bronze. Also Bronze schafft, glaube ich, jeder. Silber vielleicht nicht jeder. Also von den Casuals meine ich jetzt. Oh yeah. Also die Casuals sind natürlich die Leute, die das Spiel einfach nur ganz normal durchspielen, nicht alles sammeln. Und wir, die Completionists, sind die Leute, die alles sammeln. Und ja. Ich meine, da wird es daraus ein gutes Let's Play, aber da müssen wir drunter leiden. Aber ja gut. Bei manchen anderen Spielen macht es mehr Spaß, alles zu sammeln. Bei diesem Spiel macht es nicht so viel Spaß, alles zu sammeln. Und ich werde es auf jeden Fall nicht nochmal machen. Außer ich entscheide mich irgendwann in 10 Jahren, das Spiel Let's Play zu reloaden. Aber glaube ich jetzt gerade nicht. So, und bevor wir die Quests machen, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Rückseiten von jedem Level. Yeah. Spinnrad, Spinnerei, rückwärts. Ist wieder ein Zeitspielchen. So wie jedes Rückwärtslevel, weil wir müssen ja wieder nach ein paar Poochie-Pups suchen. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich da durch? Ja. Ach so, ja. Hier muss man wenig länger stehen bleiben, dann geht das Ding auch richtig los. Richtig in Fahrt hier. Oh Gott. Ich habe jetzt das Kostüm nicht geändert, das habe ich gerade vergessen, tut mir leid. Werde ich dann ändern oder so. Ich werde auch nicht alle Kostüme zeigen, weil das sind so viele und ich habe keinen Bock darauf. Ach so, die kann man ja nicht. Hätte ich wissen können, ich bin schlau. So, zack. Ich höre den ersten, da ist der erste, ich sehe ihn. Ich kann ihn aber, ich muss ihn abschießen, merke ich gerade, okay. Okay, hab ihn. Das heißt, ich habe jetzt unendlich Eier so gesehen. Nur muss ich warten, bis er zurückkommt, aber ansonsten habe ich eigentlich unendlich Eier jetzt. Ich muss aber noch nach allen sammeln. Alles suchen und alles sammeln. Es gibt ja hier immer noch. Nee. Ich muss nur alle. Ach so, stimmt. Ich muss nur alle drei. Ach, ich vergesse das. Ach, ich dachte, ich muss wieder nach allen roten Münzen sammeln und so. Nee, nee. Hier bin ich ja von der Sparte. Das bemerkt man, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Wenn ich das schon vergesse. Ach, nee, alle Herzen brauche ich auch nicht mal. Ich muss nur auf den Hund hören. Der sollte gleich kommen. Wie viel Zeit habe ich? 3 Minuten. Also die Hälfte? Nein, noch nicht die Hälfte. Oder doch? Nein? Nein, ungefähr. Ungefähr die Hälfte. Glaube ich. Warte, wie kann man hier nach vorne gehen? Oder geht's hier weiter? Oh, hier ist aber auf jeden Fall einer. Wie bekomme ich den? Ich warte einfach ab, bis er zu mir kommt. Dann habe ich ihn.
Okay, geht's nicht weiter, aber hier war auf jeden Fall einer. Das war gut, dass ich zurückgegangen bin, sonst hätte ich den verpasst. Okay, meine Switch ist gerade ausgegangen. Cool. Kann man mal so machen. Ja, wahrscheinlich lag das an was anderem. So, nee, eigentlich, also, was passiert ist, ist, dass mein Bildschirm immer wieder einfach so ausgeht. Und ich keine Fernbedienung habe, um zu bestätigen, dass ich noch da bin und dann einfach in Standby geht. Und dann muss ich die Switch wieder aus und anmachen, damit der Bildschirm wieder automatisch angeht. Und ich habe das gerade nicht bemerkt, weil ich schlau bin und auf das Spiel konzentriert war. Super. Okay, okay. Ich höre ihn. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn immer noch nicht. Jetzt sehe ihn. Okay, okay. Renn, renn, renn. Ich habe voll wenig Zeit, merke ich gerade. Ich habe 10 Sekunden. 15 Sekunden habe ich jetzt noch. Und das Ziel muss hier irgendwo sein. Oh Gott, nein. Das habe ich falsch gemacht. Aber Ziel, Ziel. Yes. First try. Tschüss, Mond. First try. Pick. Haben die Farben geändert irgendwie? Nee, oder? Lol. Oh, man. So, ich glaube, ein Level schauen wir nur, aber das letzte machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch die Quests machen und dann werden wir in der übernächsten Folge diese Wüstenwelt da machen. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Wir werden hier nicht nach oben gehen. Nee, nee, das machen wir nicht. So. Spukwandvilla, das Level, was ich persönlich nicht mehr so geil fand. Von der Atmosphäre her und alles cool, oder den Ideen her cool, aber von der Umsetzung war ich das nicht so geil. Aber hey, jetzt müssen wir da nochmal durch und wieder suchen gehen, diesmal nach den drei Hühnchen. Aber die Musik ist geil. Oh, schaut euch den an, den müssen wir bestimmt irgendwann mal abschießen, oder? Das sieht doch voll geil aus. So. Man muss auf jeden Fall hören. Das ist das Wichtigste. Zu hören, wo der Hundi-Klundi ist. Ich habe ihn gerade gehört. Ne, hab ich nicht. Okay. Wait, what? Okay. Ich bin gerade voll verwirrt. Okay, ich muss wahrscheinlich nach oben, oder? Ja, aber obwohl, ich glaube, da kann man gar nicht hoch. Wie viel Zeit habe ich? Bitte 3, 4 Minuten? Dann werden die Schiffe. Dann wird das schwer. Wenn man 4 Minuten bekommt, dann wird das bestimmt schwer. Oh Gott, da senden sie mal wieder. Ach, euch gibt's ja auch noch. Ich höre ihn. Hier oben. Oder? Ich höre ihn. Hier? Hier drin. Ups. Er war wirklich hier drin. Cool. Was? Ach, da war ein Jack. Ist so, den hab ich gar nicht bemerkt. Okay, einen haben wir. Und es ist der erste? Ist. Oh, ich habe einen verpasst. Ja, dann habe ich schon wieder verkackt. Wo auch immer der erste gewesen ist. Ich sehe dich. Und dann wäre hier schon das Level zu Ende, oder wie? Okay, warum ich ihn jetzt bekommen habe? Okay, die ersten beiden sind, also die letzten beiden sind leicht, aber der letzte ist, der erste ist schwer. So, den ersten habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe schon wieder vergessen, das Kostüm zu ändern. So, ich hole schon mal die zwei Blümchen ab, ändere mein Kostüm und suche nach denen. Und ja, mit euch, ohne Cut, yeah. Ich will das Video heute noch rausbringen. Obwohl, schreibe ich das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Egal. Ich nehme das gerade am 14.8. auf. Ich habe nichts zum Hochladen. Und ich habe den 24-Stunden-Stream verschoben. Nach 2 Tage später oder so. Ich weiß gerade nicht. Ja, Kostüm. Was nehmen wir da? Irgendein neues, ganz schnell, Kugelwilli. Passt. Super, perfekt. Okay. Der erste war bestimmt irgendwo am Anfang bei so einem Secret-Raum oder so. Vermute ich jetzt. Ich habe aber nichts gehört. Oh, vielleicht habe ich ihn doch gehört. Nee, das war ja dann der zweite schon wieder. Dann muss der erste direkt am Anfang irgendwo sein.
Kugelwilli. Oh, schaut mal, wie der sich bewegt mit dem Kugelwilli. Die Arme zotteln so. Wie geil. Das finde ich geil. Hier nichts? Nee. Hier unten ist nichts. Also ich sage, er ist hier oben. Weil es ist so schwer, hier hochzukommen. Ein Geist. Ach, wahrscheinlich muss man Geister sammeln hier, oder? Oh nein! Oh, das ist aber auch wirklich schwer, da hochzukommen. Habe ich ihn gerade gehört? Hier oben. Komm schon, der muss auch hier oben sein. Du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht hier oben ist. Doch, ich höre ihn doch. Oder ist er schon der zweite? Was zum Teufel? Ich werde hier. Ich habe ihn verpasst. Er war hier. Er war hier vorm Checkpoint. Ist er irgendwo hier? Ich habe ihn oben gehört. Ich bin doch. Dieses Spiel ist. Oh Gott, damit. Oh, was? Ach so. Das soll mir helfen, hier hochzukommen, wahrscheinlich. Ja. Ja, das tut tatsächlich. Das Ding kann ich abschießen. Und dann ist es hier oben, oder wie? Ja, nein. Ich habe keine Zeit mehr. Nein, da drin ist nichts. Zeitverschwendung mal wieder. Super. Dann ist er hier. Dann muss er hier sein. Och, nicht dieser Raum. An den erinnere ich mich noch sehr gut. Ja, ich muss. Ja, der ist da. Ich habe ihn gehört, aber was soll ich denn machen? Den wegschieben? Oder so? Oh, der ist einfach hier hinten schon. Heißt, ich kann mich jetzt eigentlich auch fressen lassen. Oder? Egal. Wisst ihr was? Die Zeit ist wirklich großzügig, wie ich finde. Weil ich habe jetzt noch die Hälfte der Zeit, also ungefähr. Und ich habe vorher nur 2 Minuten gebraucht. Und jetzt weiß ich ja sogar, wo alle sind, also von daher. Ja, es ist ziemlich einfach. Was? Achso, nee, egal. Hier einfach nach oben. Das Ding abschießen. Wahrscheinlich ist es so viel Zeit für die Leute, die nach all die überall suchen, auch da, wo nicht ist. Weil es gibt ja auch mehrere Orte, wo wir noch nicht waren, wo der hätte sein können. Haben wir ihn? Nein, aber nicht. Jetzt haben wir ihn. Okay, das schauen wir. Unter einer Minute noch zum Ziel zu kommen, das sollte möglich sein. Glaube ich. Doch, 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 das ist ja schon gleich. Um die Ecke, oh verdammt. Um die Ecke. Okay, eine halbe Minute. Und ich stelle mich gerade schlecht an, aber hier ist das Ziel. Und yay! Damit war das mal wieder eine interessante Folge. Yoshi! Crafted World. Yeah, wir haben alles geschafft. Juhu. Alle 4 Blumen in der Rückseite. Joach. Gut. Ich glaube, ich beende das. Hast du die Folge schon direkt hier, oder? Warte, einen Moment. Haben wir das schon gemacht? Da haben wir schon gemacht. Okay, ja, dann beende ich die Folge. Dann werden wir in der nächsten Folge die Rückseite hiervon machen und die Quest von diesem grünen Typi machen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann gibt es schon in der nächsten Folge die Welt hier rechts neben mir. Also wenn ihr drauf gehypt seid, dann lasst doch mal ein Däumchen da. Ein Däumchen wäre doch ein schönes Träumchen. Und würde ich sagen, wenn es euch gefällt, dann schaut beim nächsten Video vorbei. Keine Ahnung. Haut rein und ciao, Leute.